Und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Wir sind hier beim Angriff auf die Griffon-Flügelfeste. Aber vorher schnappen wir uns noch die Hyäne. Oh, was war da mit dem Sound los? Interessant. Vorher schnappen wir uns noch die Hyäne, die hier mal ganz dreist einfach rumläuft. Und ich setze mich da vernünftig hin. So. Genau. Aus und vorbei. Und dann geht's. Moment, Todeswurzel. Ich muss mich vorbereiten. Ich muss alles mitnehmen. Das kann alles nachher helfen beim großen Angriff, ne? Okay. Wir haben auch, sehe ich gerade hier, nochmal ein Level Up. Das möchte ich tatsächlich vorher noch machen. Wobei. Ja, ich kann die Punkte ja neu verteilen. Das ist ja nicht so wild. Mit ihr aber tatsächlich nicht. Also bei ihr bin ich mit dem Ding eigentlich ganz zufrieden, mit den Skills, die wir bisher haben. Solas hat ja seine Spezialisierung schon. Den Rissmagier, das heißt, dann können wir da ein bisschen skillen. Dann ist er auch ein bisschen krasser noch im Angriff. Krasser, genau. Ist noch ein bisschen fitter im Angriff. Die Steinfaust. Genau, die Solas kriegt die Steinfaust. Und Blackwall. Der kriegt hier. Der hat den Champion Skill Tree, haben wir ja schon komplett. Ja, dann gehen wir halt nochmal mehr in Waffe ins Schild, würde ich sagen. Wirbelnder Ansturm. Vielleicht ist er dann endlich mal da, wo er hingehört und nicht einfach immer nur irgendwo im Hintergrund. Was haben wir hier? Erzielt ein Verbündeter einen kritischen Treffer, kannst du diesen Vorteil dank verkürzter Regenerationszeiten schneller ausnutzen. Ah, okay, also weniger Cooldown. Der Schadensbonus gilt ja jetzt nur für Fallen. Ich vermute. Okay, weil Fallen nutze ich eigentlich ja nicht, aber das ist halt seine Spezialisierung. Und dann nehmen wir die mit. So, mein Lieber. Du bist der Erste. Der Erste von vielen. Ja, ihr seid mir ja Spaßvögel. Euer Kollege ist tot und dann kommt ihr angerannt. Schon so ein bisschen assig, oder? Wo schießt denn? Ach, da oben ist ein Bogenschütze. Die Sau. Kühl dich mal ein bisschen ab, Freund. Die ganze Zeit gedacht, von wo schießt denn hier einer auf mich? Und die Hyäne mischt sich wieder ein. Okay. Und da ist nochmal ein Bogenschütze. Ja, Mensch, die sind ja überall. Die sind ja Sollen wir überall. anklopfen? Nichts lieber als das. Das war jetzt ehrlich gesagt kein so guter Anfang. Ich meine, wir sind alle ziemlich angeknackst. Und Tränke habe ich, glaube ich, auch noch 5, 4. Deswegen werde ich nochmal einen Trank benutzt. Aber hey, das kriegen wir schon hin. Hier gibt es ja bestimmt wieder irgendwo Vorratskisten. Bleibt ihr mal da, bitte? Habe ich euch erlaubt, wegzurennen da hinten? Ja, okay. Geh mal hinterher, ist okay. Ich lass mal einfach meine Kollegen hier das machen. Venatori, auf sie! Werft sie zurück! Okay. Solas, du merkst aber schon, dass du hier die Treppe hast und die nicht wirklich triffst, wenn du da unten stehst. Gut, hier war jetzt irgendwo. Ich habe das nämlich genau gesehen. Das ist eine Leiter. Hier war irgendwo ein so ein Marker, da unten ist er.
für, na? Ihr wisst, was ich meine, ne? Wieso komme ich immer auf Errungenschaft? Das ist nicht Errungenschaft. Gut, okay, also hier komme ich nicht hin. Aber hier ist noch eine Truhe. Dann war der Weg zumindest nicht ganz umsonst. Perfekt. Was ist noch mit? Wo ist eigentlich der Rest von... Ah, da hinten. Ich habe da gerade tatsächlich nur Varric rumstehen sehen. Können wir noch schnell hier lang gucken, was es hier noch so gibt. Ich kann ein weiteres elfisches Artefakt spüren. Ja klar, kannst du das. Hab's gefunden. Ausgezeichnet. Mhm. Die Schutzzauber sind wieder in Kraft. Sehr gut. Ich weiß zwar nicht, ob der Weg hier gerade richtig ist, aber irgendwas gibt's hier bestimmt. Oder auch nicht. Gibt's hier echt nichts? Ah, doch. Wollte ich doch gerade sagen hier. Ja gut, das war jetzt nicht wirklich lohnend, aber besser als nichts, ne? Wenn ich da runter, bin ich tot, ne? Ja. Das ist ein bisschen hoch. Da springe ich nicht runter. Ich springe sonst überall runter, ihr kennt mich ja, aber das ist mir ein bisschen zu viel. Okay. Wenigstens rutschen sie automatisch runter. Hier geht's lang. Glaube ich, hoffe ich, denke ich. Ihr kennt mich ja mittlerweile. Wegfindung gehört nicht zu meinen Stärken. Deswegen bin ich auch immer so froh, wenn Karten einem die... Oder wenn Spiele einem auf den Karten die richtigen Wege anzeigen. Die Questwege. Am besten noch mit so einer kleinen Glitzerspur, dem man folgen kann. Sonst verlaufe ich mich nämlich immer hoffnungslos. Ja, sage mal. Sind jetzt hier schon alle tot? Alle heimgegangen? Keiner mehr Bock? Erobere die Feste. Ja, okay, aber es ist keiner mehr da. Da unten ist noch was. Da komme ich her. Ich muss wahrscheinlich irgendwo rein in die Feste, oder? Ach nee, da hinten geht's weiter. Okay. Kommando zurück, ich hab's gefunden. Hallo. Ja, mach du mal und hier, bleib mal stehen. Ich bin alleine. Sehr gut. Einer weniger. Das ist euer Ernst, Jungs? Ihr seid da unten lang? Wir dienen Inquisitor. Im Leben und im Tod. Aha. Wie wär's mit dem Tod? Das ist, glaube ich, jetzt eher treffender als im Leben. Was macht denn Blackwall da unten? Ist der jetzt zum Fernkämpfer? Oder Blackwall ernsthaft? Geh da hoch und schnappt ihr den. Feige Socke. Hi. Wie lange halten die das noch durch? Wahrscheinlich länger als wir. Wir müssen uns umsehen. Jetzt entspannt euch mal. Da unten ist irgendwas. Oh Mann. Da will ich jetzt aber nicht runterspringen. Mache ich jetzt nicht. Aber ich vermute mal, da geht's rein. Hm, da steht schon der nächste rum. Ich bin bereit zu dienen. Haben die alle die gleiche Stimme? Kann das sein? Ah, Makrinus, du hast einen Namen, du bist ein Boss, ne? Could have fooled me. Meister, ich folge eurem Ruhm.
Komm, hier ist irgendwo noch ein Schurke. Ich habe den doch gerade verschwinden sehen. Aha. Hast du dir so gedacht, ne? Das klappt nicht. Klingt gut, funktioniert nicht. Inquisitor, ihr wollt eure eigene Festung mitten im Nirgendwo? Ja, bitte. Es gibt Wasser und die Lage ist strategisch günstig. Okay. Aber machen wir noch nicht jetzt. Erst hier plündern. Weil ich weiß ja nicht, ob das ganze schöne Loot nachher noch da ist. Und da oben ist vor allem noch ein Astrarium. Da hüpfe ich doch direkt mal schnell auf die Leiter und gucke mir das genauer an. Okay, wie muss ich das machen? Ich kann mit dem hier gut anfangen, dann zack, 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 zack. Den hier muss ich auslassen, stimmt das? Scheinbar, hä? Zack. 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 Scheiße. Ja, okay, da fehlt mir der da. Okay, also doch nicht so einfach. Also das passt. Ne, Moment. Das passt schon so, dass ich zuerst diesen kleinen Zipfel hier unten mache. Und dann zack, zack. Zack, zack. Aber dann fehlt mir der Strich da unten. Hä? Also ich muss quasi nach jedem Mal, muss ich wieder, wenn ich hier hin bin, muss ich auch wieder zurück. Ich fange jetzt mal doch mal hier an und probiere es mal hier. Ob es dann irgendwie besser aussieht. Ja, ich glaube, so funktioniert es besser. So sieht das doch schon besser aus. Okay. Wenn man mal nicht weiterkommt, einfach den Ansatz nochmal überdenken. Meistens löst sich dann alles auf. So, Sternbild Thoth. Das einzige Sternbild, das seinen alten Namen bis heute behalten hat, ist Thoth, das sich direkt aus dem gleichnamigen alten Gott Tevinters, den Drachen des Feuers, bezieht. Die Darstellung dieses Sternbilds variiert und zeigt entweder einen brennenden Mann, vermutlich ein leidendes Opfer des alten Gottes, oder eine in Flammen gehüllte Kugel. Scholaren hatten im göttlichen Zeitalter versucht, den Namen des Sternbildes offiziell in Ignifer zu ändern, weshalb es auch in einigen alten Texten so bezeichnet wird. Hatten damit jedoch selbst dann keinen Erfolg, als die Verzehrung oder die Verehrung, Entschuldigung, fangen wir nochmal an, hatten damit jedoch selbst dann keinen Erfolg, als die Verehrung der alten Götter im Reich ausgemerzt wurde. Aus einer Abhandlung über die theodosische Astronomie von Schwester Oran Petrachius. Okay, gut. Haben wir das auch geklärt. Und dann würde ich sagen, nehmen wir doch mal das Loot mit. Und dann nehmen wir doch mal die Festung ein. Hey, meine eigene Festung, die zweite, nee, dritte, nee, vierte, wenn man Haven mitzählt. Ich baue mir ein Imperium. Die Inquisition, Welt retten und so, Quatsch, ich will einfach nur Macht. Das ist der geheime Plan des Hauptcharakters, ist einfach den Dalish Land zu verschaffen, damit sie nicht mehr als Nomaden rumziehen müssen. Inquisitor? Ihr kommt früh. Wir sind kaum eine Woche hier. Ich bin die ganze Zeit hier gewesen. Ich habe gerade eine Patrouille draußen. Einige der Männer haben in der Gegend dunkle Puten gesehen. Ich bin literally nicht gegangen. Die Festung, die von den Wächtern aufgegeben wurde, Banditen eingenistet haben. Wir haben uns hier ganz gut verschanzt, aber die Wasserversorgung der Festung ist problematisch. Das sorgt für Verzögerungen. Aha. Ich werde umgehend Männer dafür abstellen. Okay, mach mal. Dann erzähl mal, was war mit Banditen dabei? Wie ist die Lage in der Festung der Wächter? Dort wimmelt es von Banditen. Die sind schlimmer als Stachelrücken, wenn ihr mich fragt. Sie haben sich in der Festung eingenistet und überfallen seitdem immer wieder unsere Versorgungskarawanen.
verdammtes Pack. Inwiefern ist die Wasserversorgung problematisch? Der Brunnen der Festung ist verseucht, weil diese verdammten Venatori Leichen hineingeworfen haben. In der Nähe gibt es zwar eine Oase, aber dort haust ein Wargest, der uns bis jetzt recht erfolgreich von der Oase fernhält. 4 Soldaten sind seinen Klauen und seinem Gift schon zum Opfer gefallen. Wir werden Verstärkung brauchen, um das Biest zu vertreiben. Schau klar, ich mach das. Was könnt ihr mir über die dunkle Brut in dieser Gegend erzählen? Die dunkle Brut scheint sich zu regen, seit wir die Festung in Besitz genommen haben. Ich habe die Truppen angewiesen, sie nur anzugreifen, wenn es absolut nötig ist. Wir brauchen keine Verderbnis in unseren Rängen. Sehr clever. Wir müssen herausfinden, aus welchem Loch diese Monster gekrochen sind und es versiegeln. Okay, das war alles. Danke. Weitermachen. Mehr will ich nicht wissen. Jawohl, Inquisitor. Gut. Genau, wir haben jetzt hier noch ein paar Quests bekommen. Jetzt schauen wir doch mal schnell. Genau, hier ist eine Quest. Das sind die Hinweise auf die dunkle Brut. Hier unten, das sind, glaube ich, alles Scherben. Ah, nee. Okay. Gut, ja, ne, dann schaue ich doch jetzt mal, ob ich vielleicht jetzt an diesen Marker da rankomme, wo der ist. Nee. Aber ich könnte vielleicht Tränke aufrüsten oder aufwerten. Schauen wir mal schnell. Ich trinke immer noch keinen Dämmerlotus. Okay, aber... Geh mal weg. Ausrüsten. Ich habe nämlich gesehen... Ah, okay. Ach, guck mal, eine Gruppenheilung. Das wäre natürlich, die kriegt Solus. Da habe ich mich gar nicht mehr dran erinnert. Okay, ich mache das übrigens jetzt so und nicht direkt im Menü. Mein Elixier der Steinrüstung. Und den Bienenschwarm. Warum auch nicht? Okay, aber wo ist jetzt da? Der ist da oben, ne? Der ist da oben. Wie komme ich da hoch? Da muss ich doch irgendwie hochkommen. Oder ist der wieder irgendwo unten? Irgendwo drin? Da liegt noch was zu lesen. Okay. Griff- und Flügelfeste. Prälat. Die Griff- und Flügelfeste ist ein entscheidender Teil des Plans des Meisters. Ihr müsst sie bis zum letzten Mann gegen die Inquisition halten. Ist geschehen. Hat er gemacht. Hat nicht geklappt. Okay, okay. Muss ich wahrscheinlich irgendwo runter. Ja, ist okay. Geh weg. Prälat, der schlechte Zustand der Feste ist mir einerlei. Ließe sie sich verteidigen, hätte man sie nicht eine Epoche lang verrotten lassen. Leitet Reparaturen ein, baut die Befestigungsanlagen wieder auf. Wir werden sie brauchen und wir haben vielleicht nicht viel Zeit. Ich will mein verdammtes Ding hier, mein Aussichtspunkt. Wer kreischt denn da so? Das ist ja schlimmer als die Nachbarn beim sonntaglichen Grillen. Mir vielleicht auch mal die Höhle an, wenn ich da irgendwo hinkomme. Tue ich nicht. Okay. Ja, das war das, was da unten irgendwo rumliegt. Aber da springe ich jetzt nicht rüber. Okay, hier komme ich nicht durch. Mann, oh. Wenn ich da runterspringe, bin ich ganz sicher Matsch. Dann bin ich ganz, ganz sicher Matsch. Ich überlege auch gerade, wir werden jetzt halt die ganzen Festungsquests hier mal machen. Weil, warum nicht? Die sind hier direkt in der Nähe. Hör auf zu grinsen, Rekrut. Sonst ramme ich dir meinen Stiefel so tief in den Arsch, dass du mir mit den Zähnen die Schnürsenkel lösen kannst. Okay. Danke fürs Gespräch. Was gibt's hier? Ein Supermarkt. Cool. Schauen wir doch erstmal, was es hier so an... Okay, gut. Aber ich kann mal verkaufen, bevor man... Na? Hier. So, bevor mein Inventar wieder zu vollgemüllt wird.
Und ich kann auch mal schnell schauen. Ich habe nämlich ein paar neue Sachen bekommen. Den Nichtsklopfer. Meine Fresse, warum ist denn hier alles so schlecht? Das ist, glaube ich, eine Axt. Okay. Interessant. Du hast da was auf deinem Stab. Du willst den auch nicht, ne? Den will irgendwie keiner. Gut, aber hier bestimmt, hä? Das ist eine Zweihandwaffe. Na, das ist blöd. Aber da waren doch auch noch... Hier, genau, da. Nimm doch mal diese hässliche, sabbernde und sicher überhaupt nicht verfluchte Klinge. Okay, Rüstungen. Fange ich mal wieder mit hier mit ihr an. Das ist das. Und sonst haben wir nicht wirklich was gefunden an Rüstungen, ne? Nö. Okay. Gut, immerhin ein, zwei neue Ausrüstungsteile. Das passt. Der Hauptmann wollte das schon vor einer Stunde erledigt haben. Das kann ich auch machen. Kein Problem, habe ich erledigt. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier die ganzen Quests tackeln, mache ich an der Stelle einen Schnitt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Bis dahin. Ciao, ciao.